Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exiles Special. Gestern fand ein neuer Devstream von Funcom zum kommenden Update 2.4 auf Twitch statt. Die Zusammenfassung findet ihr in diesem Video. Viel Spaß beim Ansehen! Ich muss gestehen, den Stream gestern habe ich fulminant verpasst. I'm like so sorry, Princess. Die Ankündigung am 15. April habe ich völlig übersehen. Und als ich dann gestern über mein Phone bei Twitter las, dass ein Devstream ansteht, da war ich mit dem Fahrrad gut 30 Kilometer von meinem Rechner entfernt. Da mich meine freiberufliche Tätigkeit im Moment ein bisschen, aber auch nur wirklich ein bisschen minimal, auf Trab hält, kam ich erst heute Abend dazu, mir den Stream nachträglich auf YouTube anzusehen. Daher fällt diese Zusammenfassung diesmal deutlich kürzer aus. Ich werde nun keine 1:1 Übersetzung machen, wie ich es sonst immer gemacht habe, und die Leute einzeln vorstellen, sondern ich werde die einzelnen Stichpunkte, die Highlights des eine Stunde, ja, wie lange hat er gedauert? Eine Stunde 22 Minuten dauernden Streams einfach präsentieren. Ja, und damit fangen wir an. Den Anfang machte Bruno, der als CGI-Künstler bei Funcom arbeitet. Er stellte die überarbeitete Lichtdarstellung auf Zipter mit 2.4 vor. Dies wird übrigens auch für die klassischen Lande gelten. Nun sieht sowohl der Tag als auch die Nacht wirklich der Uhrzeit entsprechend aus und die Lichteffekte sind wesentlich realistischer als zuvor. Und das Schöne ist, auf Zipter ist es nun endlich wirklich Nacht. Als erstes wurden die drei neuen Biome, die nun auch über Namen verfügen, vorgestellt. Den Anfang machte The Isle of Dawn. Zu Deutsch die Insel der Morgendämmerung. Das ist das neue Hauptgebiet einer weiteren neuen Fraktion, The Grey Ones, oder zu Deutsch der Grauen, die mit einer Vielzahl von Tempeln aufwartet, wo der Spieler auch Bosskämpfe heraufbeschwören kann. Über die Grauen selbst kann ich noch nicht viel sagen, aber sie sollen außerirdischer Natur sein und wenn man sich die häufigen Felsschmierereien ansieht, aber das werdet ihr selbst rausfinden müssen. Auf der anderen Seite haben wir The Isle of Dusk, zu Deutsch die Insel der Dämmerung, wo ein vulkanisches Gebiet für permanent abgedunkelte Lichtverhältnisse sorgt, wo die Tempelruinen der früheren Zivilisation von Zipter, der ersten Menschen, stehen. Diese Menschen kannten wir bisher auf Zipter nur als Untote in primitiven Steinkreisen. Jetzt finden wir die Überlebenden dieser alten Rasse und ihre degenerierten Verwandten, die zu lange der mystischen Strahlung des Malstroms ausgesetzt waren und sie im primitive Wesen zurückentwickelte. In der Mitte von beiden liegen die Hochwasserlande oder im Englischen The Floodlands. Dieses Gebiet wird von der Umgebung her viele an die klassischen Gebiete erinnern und tatsächlich tummeln sich in diesem kleinen Stück viele alte Bekannte, vom einfachen Schieferrücken bis hin zum Drachen. Dieses Gebiet lädt gerade dazu ein, um bebaut zu werden und hat für den ein oder anderen Erkundungswilligen auch die ein oder andere Überraschung und wunderschöne Aussichten parat. Natürlich nur, solange nicht alles zugebaut wurde. Und damit waren schon die ersten 27 Minuten des Streams abgedeckt. Und ich hoffe, es hat euch bisher so gut gefallen, dass ihr meinen Kanal supporten möchtet. Dies geht ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, einen Like und einen Kommentar da lassen. Und schon geht's weiter im Text. Nun übernahm Dennis, der als Lead-Designer bei Funcom tätig ist, erneut einen großen Teil des Streams. Wie schon beim Dev-Stream zu 2.3 zuvor. Er stellte die beiden neuen Gegnerfraktionen näher vor. Den Anfang machte er mit der zuvor erwähnten Fraktion der Grauen, The Grey Ones. Diese sind angelehnt an Robert E. Howards Kurzgeschichte im Conan-Universum The Pool of the Black One, wo eine Rasse pechschwarzer Humanoid ähnlicher Lebewesen haust, die goldleuchtende Augen und krallenbewehrte Hände haben, die mittels eines Rituals einer seltsam klingenden Flöte jede Art von Lebewesen schrumpfen und zu einer Statue werden lässt. Diese können in einen Brunnen, der mit einer giftgelb-grünlichen Flüssigkeit befüllt ist, eingetaucht und wieder zum Leben erweckt werden. In diesem neuen Biom gibt es drei solcher Becken und auf der gesamten Insel findet man an vielen Stellen nun viele kleine Statuen, die man an einem dieser Becken positionieren und damit einen Bosskampf auslösen kann. Niemand weiß, wann diese Rasse auf Zipter gelandet ist,
Aber den Zeichnungen an den Felswänden nach muss diese Landung schon seit geraumer Zeit her sein. Danach stellte Dennis die Rasse der ersten Menschen vor. Sie lebte schon während der Zeit der alten Rasse mit diesen gemeinsam auf Sipta. Sie wurden als Sklaven gehalten, bis sie sich erhoben. Aber wie auch die alten Völker wurden die ersten Menschen der kosmisch-mythischen Strahlung des falsch beschworenen Malstroms ausgesetzt, was manche von ihnen sich zurückentwickeln ließ. Doch die alten Rassen konnten sich größtenteils in den fertiggestellten Walls und damit in den Schutz zurückziehen. Die ersten Menschen konnten dies nicht, weswegen es so viele Degenerierte von ihnen gibt, die in diversen Höhlen hausen. So finden wir auf Sipta nun drei Arten der ersten Menschen. Einmal die Untoten, die durch Siptas Experimente wiedererweckt wurden. Einmal die degenerierten Menschen und die eigentlich mehr an bullige Höhlenbewohner erinnern. Und einmal die ersten Menschen an sich. Danach folgte die Vorstellung und natürlich auch die Lobpreisung der neuen Waffen und Rüstungssets. Es gibt neue Waffen und Rüstungen für beide neuen Fraktionen, ebenso wie die Religionen. Die neuen Waffen und Rüstungssets der Fraktionen werde ich zum Release von Isle of Sipta aber noch näher vorstellen. Ebenso wurde die neue Religion, die der Spinnengöttin Saat, vorgestellt. Über diese Religion habe ich bereits eine Folge hochgeladen, die ihr euch gerne ansehen könnt, um alles bisher Wissenswerte darüber zu erfahren. Nachdem die neue Spinnengöttin abgehandelt war, wurde die nächsten 10 Minuten über diverse Balanceänderungen gesprochen. Diese habe ich euch bereits in der Übersetzung der Patchnotes von 2.4 mit übersetzt gehabt. Aber es ging um die Abschwächung des berittenen Kampfes. Ihr werdet mit 2.4 wesentlich weniger Schaden von eurem Reittier aus verursachen. Die Abschwächung der Rüstungsdurchdringung und erneute Anpassung von Schaden von Pfeil und Bogen wurde ebenso erläutert. Beides wird starke Auswirkungen auf den PvP-Kampf haben. Ebenso wurde die Geschwindigkeit und der Ausdauerverbrauch bei der Ausweichrolle angesprochen. Diese Rolle und ihre Geschwindigkeit basiert nun nicht mehr auf eurer getragenen Ausrüstung, sondern ist auch von eurer Skillung im Attribut Ausdauer mit abhängig. Zum Schluss wurde noch angesprochen, dass man nun Animationen nicht mehr unterbrechen kann, was besonders beim Kampf mit einem Speer auffallen soll. Ja, die erste Stunde war nun um und der Stream neigte sich langsam dem Ende zu. Als nächstes wurden die neuen Animationen des Kletterns und des Schwimmens angesprochen. Und erneut wurde erwähnt, dass man nun beim normalen Schwimmen keine Ausdauer mehr verbraucht. Es sei denn, man krault durch das Wasser. Dies ist also nun ähnlich wie das Laufen und Sprinten. Und jetzt ließ Funcom sprichwörtlich eine Bombe platzen. Denn es ging um den Servertransfer, der von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet wird. Aber mit dem Update 2.4, also dem finalen 7. Release, wird es nun definitiv keinen Servertransfer mehr geben. Diese Option wurde vorerst gecancelt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, der allerdings noch nicht näher eingefasst ist. Von nun an wurde viel erklärt, warum es aktuell nicht funktioniert und auch warum die Karten nicht auf einem Server einfach zusammengelegt werden, wodurch ein einfacher Teleport möglich gewesen sei. In meinen Augen war das jede Menge Blabla, da es bereits heute Mods gibt, die diesen Transfer ermöglichen und zwar größtenteils ohne Probleme. Nachdem diese Katze aus dem Sack war, erfolgte noch das übliche Vorlesen zuvor gestellter Fragen, auf die Dennis dann antwortete. Als der Stream schon kurz vor dem Ende stand, ließ dieser allerdings eine weitere Neuerung aus dem Sack. Mit 2.4 wird, wenn euer Charakter stirbt, das von eurer Leiche aufgehobene Zeug exakt wieder an die Stelle gelegt, wo es vor eurem Tod gelegen hat. Das heißt, die Ausrüstung wird also automatisch beim Looten ausgerüstet. Und das war die letzte Neuigkeit des Streams, der kurz darauf, auch nach einer Stunde und 24 Minuten, beendet war. Mein Fazit. Dieser Devstream war besser aufgebaut als der vorherige. Aber er hat mich nicht wirklich überzeugt. Es wurde zwar viel erzählt und erläutert, aber nichts Neues gezeigt. Nichts, was ein ausgiebiger Tester oder übereifriger YouTuber oder Twitch-Creator nicht schon längst gezeigt hätte. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass, wenn Funcom sich mit der Modding-Szene und der YouTube-Twitch-Content-Ersteller-Szene zusammentun würde,
was durchaus möglich wäre. Viele Probleme wie den Server-Transfer oder lange bekannten Bugs, aber auch der Präsentation der DevStream-Inhalte wesentlich besser dastünde und wesentlich mehr Spieler ansprechen könnte. Aktuell bin ich persönlich aber nicht davon überzeugt, dass Funcom die Leute mit dem 7. Release, das schon bald erfolgen soll, wirklich für die neuen Inhalte begeistern kann. Also mir als Spieler der ersten Stunde hat dieser Stream einen gewissen, extrem bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und das war es auch schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Oh, und eine Anmerkung noch. Ich bin gespannt, wer sie hören wird. Ich habe keine Ahnung, wann genau 7. Final released werden wird. Weder für den PC noch für den Konsolen. Ich persönlich rechne aber damit, dass dies in der zweiten Maiwoche um den 8. herum passieren wird. Einfach aus dem Grund, weil am 8. Mai 2017 der offizielle Release von Conan Exiles war und sich dieses Datum als Release für Isle of Scepter geradezu anbietet. Aber dies ist lediglich meine persönliche Vermutung. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald!